willkommen bei Half-Life 2 Episode 1. Episode 1, Episode 1. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie dafür gemacht? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Dachte ich mir. Wir hatten gerade unseren Kampf. Langer Tag? Lang Tag? Tag. Wir werden schon sehen. Wie, wir werden schon sehen? Langer Tag? Wir werden schon sehen? Lassen wir uns überraschen. Kein Grund zur Panik. Gesund 47. Doc? Doc, ich glaube, hier ist was. Lass alles fallen und hilf mir. Oh mein Gott! Gordon! Gordon ist wieder so da. Besorgt. Ich auch, ich war jetzt ein paar Monate weg. Hey, das Gravitron. Gib es ihm, Doc. Ja, damit. Ach, ich kann mich wieder bewegen. Schau, Gordon. Doc freut sich auch. Man sieht's. Okay, Doc. Wirf den Monitor an, damit wir uns bei Dad melden können. Er wird sich schon Sorgen machen. Er war sicher, dass ich dich nicht hier finden würde. Die Zitadelle ist kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, wie wir da rausgekommen sind. Ich erinnere mich nur noch an Breens Fall. Eine Mordsexplosion und dann Vortigo und Stimme. Und plötzlich buddelte mich Doc aus den Trümmern. Alles sehr merkwürdig. Aha. Wir sollten. Alex, komm! Das ist Dad. Wir versuchen schon seit Stunden. Hat die Alex eine neue synchrone Stimme seit dem letzten Teil? Also. Dass du wieder da bist. Ja, dann freut er sich. Komm schon! Ja, ich komme. Ich muss mit den Zuschauern sprechen. Also, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Half-Life 2, Episode 1. Die Episode 1 schließt direkt an den letzten Teil, also an das Hauptspiel an. Und ja, lassen wir uns überraschen, was hier passiert. Wir haben zuletzt dort oben gekämpft, mit dem Endgegner im Prinzip. Und dann blieb die Zeit stehen, wie wir gerade in der Rückblende gesehen haben. Ja, und jetzt mal gucken, was auf uns zukommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich habe es jetzt ein bisschen verlernt, weil ich es jetzt natürlich auch lange nicht mehr gespielt habe. Ich muss mal gerade, sorry, was gucken. Maus. Empfindlichkeit. Anwenden. Neu starten? Nee, ach komm, dann lassen wir es. Die Maus bewegt sich so langsam. Huch, ach geht doch. So, also. Komm schon. Aha. Dad? Dad? Hörst du mich? Alex? Alex, komm hin! Moment, ich verstehe dich so schlecht. Hey Doc, hilf mir mal. Okay. Ein wenig nach rechts. Ja, und stopp. Perfekt. Da ist er wieder. Dad. Alex, wo bist du? Oh Gott, sag mir, dass du nicht in der Stadt bist.
Noch nicht ganz. Was? Aber Dad, wir haben ihn gefunden. Du hast Gordon? Unfassbar. Hallo, Dad. Ihr zwei müsst unbedingt aus der Stadt raus. Die Zitadelle geht jeden Moment hoch. Das geschieht auf jeden Fall, fürchte ich. Was ist das denn? Der Prozess hin zu einer Entladung dunkler Energie hat sich laut Sensoren beschleunigt. Izzy. Jeder in der Nähe würde energetische Einwirkung ausgesetzt, über deren Auswirkung ich noch wieder mal spekulieren kann. Nähe züge unabsehbare Schäden auf Zellen. Kleiner, es reicht! Genau. Dad? Oh je, Eli, tut mir leid, aber es gibt doch keinen Grund zur Panik. Alex ist jetzt bestimmt in Sicherheit. Nein, wir sind noch in der Zitadelle. Was? Mich anguckt. Oh je, so viel Zeit haben wir nicht. Der Kern steht unmittelbar vor dem Bruch. Man kommt nicht nah genug heran, ohne zunächst... Nun, nur ein direkter Eingriff am Kern könnte die Reaktion jetzt noch irgendwie verzögern. Also, hineingehen? Am Kern selbst, ja. Aber diese Option ist zu gefährlich. Die Kammer ist ein reiner Strahlenherd. Du hast doch den Schutzanzug. Wenn wir einen Weg in die Zitadelle fänden, könnten wir vielleicht... Alex, nein! Aber Dad! Izzy, bring du sie zur Vernunft. Bedauere, Eli, aber anders geht es nicht. So könnten wir mehr Bürger evakuieren. Wir schaffen das, Dad. Okay, Alex, okay. Versprich mir, dass du keine unnötigen Risiken eingehst. Mich hat keiner gefragt. Ja. Und ich? Ich darf jetzt da reingehen. Keine Sorge. Zu dem Kern, der explodiert. Ja. Nett. Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Auf meinem Rücken wird's ausgetragen. Ja, okay, dann. Alex. Mal sehen, ob es vom Rand aus einen Weg hinein in die Zitadelle gibt. Da, hilfst du mir mal? Oh, danke, Doc. Danke. Oh, guck mal, wie sie den streichelt. Okay, Doc, lauf vor und warte am anderen Ende des Grats auf uns. Ich war reingefallen. Wow, ganz schön steil. Ja, würde ich auch sagen. Du zuerst, du. Hast du das? Okay, rein da, runter da. Hoppala! Oh, der Gordon, der macht's wieder. Der haut hier wieder auf die Kacke. So, wo befinden wir uns? Ich dachte eigentlich schon, der ganze Turm wäre eingekrasst. Was macht Doc so lange? Doc! Doc! Sein Revier markieren wahrscheinlich. Wie Achtung? Gott, ein mächtiger Doc! Doc! Was ist das denn? Doc, alles okay? Gott sei Dank. Hast du mich vielleicht erschreckt? Bleib jetzt bei uns und hilf uns rüberzukommen. Ist die Alex nicht in der Rückblende verschwunden gerade? Das ist bestimmt. Das wird nicht einfach werden. Kann's auch nicht glauben. Na, Doc? Was meinst du? Oh. Vorschläge? Okay, Doc. Das hilft jetzt wenig. Soll ich da jetzt was reinschleudern? Man muss irgendwie rüberkommen. Aber wie? Wie wär's mit... Doc? Doc, wo willst du hin? Hab ich was gesagt? Doc, was soll denn... Macht der denn? Ich glaube, bei Doc sind ein paar Schrauben. Hallo? Was war das denn? Pass auf! Hey Doc, das war ganz schön knapp. Was ist denn in dich gefahren? Ich sehe nicht, wie uns das weiterbringt. Mal langsam. Oh nein. Das meinst du doch nicht im Ernst, oder?
Sag mal doch. Tja. Gordon. Fällt dir was Besseres ein? Gordon. Vertrauen wir ihm. Er weiß, was er tut. Was will er denn jetzt? Ich will, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Such Dad. Wir kommen später nach. Ist ja schon gut. Du wirst mir auch fehlen. Ist das jetzt eine Seifen... Seifenoper? Auf den Beifahrersitz, Gordon. Not bound in Wagen einsteigen. Wahrscheinlich ist es eh. Hallo, junge Frau. Gleich geht's los, Gordon. Gordon. Dann sag nicht Gordon. Okay, Gordon. Doc. Los geht's. Bevor ich mir... Okay. Achtung, festhalten. Oh Gott. Wow. Wow. Guter Wurf, Doc. Geh jetzt, mach schon. Du kommst schon gut. Oha. Was jetzt? Wow. Die bleibt aber erstaunlich gelassen. Wow. Schnell raus, bevor die nächste Fahrt beginnt. Phew! Phew! Sah gerade aus, als hätte die Feuer in der Hand. Guck mal hier. Moment. Oh, nicht da runterfallen. Muss ich jetzt zeigen. Ach komm, vergiss es. So, junge Frau. Phew! Erstaunlich gelassen bleibt. Das muss man ihr lassen. Erstaunlich gelassen, das muss man ihr lassen. Ah, ich habe die alten Steuerungen noch drauf. Ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich Half-Life 2. Ihr bricht wirklich gerade alles zusammen. Später, was mit dem Feuer los? Guck mal, das Feuer. Spiel ruckelt jetzt nicht gerade, aber das Feuer spinnt. Ach, egal. So, dann hier. Phew. Oh mein Kopf. Würde jetzt 13 sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Phew. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Schön steil. Wir müssen einen Weg zum Kern finden. Ein Plan wäre jetzt schön. Komm, genau. Einfach mal was riskieren, Mädchen. So, wo ist er? Hä? Stalker. Ist ein Stalker! Naja, sie tun uns wohl nichts, wenn wir sie in Ruhe lassen. Ich schreibe dieses Feld aus. Mist, ich krieg es nicht aus. Irgendwas... Das ist der Stalker. Er hält von der anderen Seite aus aktiv. Wir haben keine Zeit, einen anderen Weg zu suchen. Wie sollen wir hier durchkommen? Stalker. Die waren mir schon immer ein Dorn im Auge. Kannst du sehen, wo diese Rollmäler hingehen? Ich weiß, wie ich eine hier verwende. Huch. Ach, guck mal, da liegt ja ein Stalker rum. Ich habe übrigens die...
benutze, spiele gerade übrigens die gewaltgeminderte Version, weil man die mal gerade eben kaufen konnte. Demnächst möchte ich gern Fallout 3 spielen, und zwar aus Österreich. Aber gut, das nur so am Rande. So, wir befinden uns jetzt hier in der Zitadelle. Oh! Alarm! Wenn hier sowas knallt und kaputt geht, das hört sich immer so ein bisschen an wie Feuerwerkskörper. Okay. Tja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.